Nicht das Gewand, das ist antik, ein toter Stoff. Das ist ein Klassiker. Die sterben nicht aus, mein Junge. Worum geht's denn da? Um einen Liebhaber, der sich aus Liebe höchst tapfer fast umbringt. Ich weiß auch schon, wie wir die Rollen besetzen. Sag mir, welche Rolle bin ich? Und weiter? Du Zettel machst den Pyramus. Ja, klar. Ohne ein Wort? Sprich doch, Lysander. Hörst du nicht? Ich werde wahnsinnig. Demetrius, du bist so feige, weißt du das? Lysander, wo bist du? Versteck dich nicht. Lysander, das ist nicht witzig. Lysander? Also, es ist wirklich schrecklich. Wer spielt es? Einfache Handwerker. Und hier war heute Abend die zweite Vorstellung des Sommernachtstraums der Junior Musical AG. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, das habt ihr super gemacht. Ja, das Publikum steht noch um uns herum. Es gab zweimal Standing Ovations, ich habe es gestern schon gesehen, es war ganz toll. Neben mir steht Herr Manowski, er ist der Leiter der Junior Musical AG. Herr Manowski, wie sind Sie ausgerechnet auf den Sommernachtstraum gekommen? Ja, wir haben uns ein Stück gesucht, was man eigentlich gar nicht schaffen kann. Und das ist hier für diese Truppe genau das Richtige. Nein, das ist auch ein Stück normalerweise eher für Erwachsene. Es gibt auch Versionen für Jüngere und wir haben uns eben eine Spielversion erarbeitet, ja, die wir so für uns als passend empfunden haben und die dann auch hingehauen hat. Können Sie unserem Publikum noch mal erzählen, worum es im Sommernachtstraum geht? Es ist ja ein bisschen verwirrend, was sich da so auf der Bühne tut. Ja, da wir hier Stunden Zeit haben, hole ich mal ganz weit aus. Es geht darum, dass die wahre Liebe nicht funktioniert. Punkt, aus. Bisschen genauer? Warum funktioniert sie nicht? Einige versuchen Verträge zu schließen, andere verwirren sich, weil sie das Falsche wollen. Einige werden gestört durch Zauberei und Magie. Und andere wiederum wissen einfach nicht, was das ist. Die wievielte Aufführung war das jetzt mit den Kleinen? Sie haben ja auch noch eine Gruppe mit älteren Darstellern. Wir haben jetzt insgesamt das vierte Jahr hier in Folge gespielt und jedes Mal zwei Aufführungen. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit mit den jüngeren und mit den älteren Schülern? Die da sind völlig unberechenbar. Dann gehe ich mal zu den Unberechenbaren. Was spielst du denn? Du siehst aus wie eine Braut. Also ich bin die Helena und am Ende bin ich auch eine Braut. Aber am Anfang ist es eher so, dass ich ziemlich unglücklich verliebt bin, weil der Junge, in den ich verliebt bin, liebt schon meine beste Freundin. Die wiederum ist aber nicht in ihn verliebt, sondern in jemand anderen. Noch eine Braut? Ja, also am Ende heirate ich dann. Ich bin halt am Anfang in jemanden verliebt und der liebt auch mich, aber ich bin einem anderen da versprochen. Und den liebt aber Helena, meine beste Freundin. Also alles sehr kompliziert. Also was spielst du in diesem Spiel? Ich bin der Regisseur einer Handwerkergruppe, ich möchte mit ihnen ein Theaterstück aufführen, das aber etwas schwierig ist, denn meine Handwerker sind sehr, verwirrt und sie sind einfach, unberechenbar. Ich gehe mal hier weiter. Hier scheint sich ein Herrscherpaar noch nach der Vorstellung gut auszuruhen. Erzähl mal etwas von deiner Rolle. Also ich spiele ja zwei Rollen, aber in der ich jetzt gerade sitze, das ist die Hippolyta. Und zwar bin ich die Frau von ihm, von Theseus.
Und ich bin eine Amazone, also ich bin eher eine Frau, die jagt und eher selbstständig ist. Und die Hochzeit, die hier später stattfindet, ist auch nicht erwünscht. Jedenfalls finde ich es nicht toll, dass ich heiraten muss, aber es hat sich leider so ergeben, denn es gab so eine Art Kampf und am Ende hatte Theseus dann gewonnen und ich musste ihn heiraten. Ja, eine Doppelrolle bei dir auch. Kannst du uns von deinen beiden Rollen noch was erzählen? Ja, also einmal halt den Theseus und obwohl er der König ist, ist er eigentlich der, der zu Hause nicht die Hosen anhat, sondern seine bald Frau wird halt einfach ihn die ganze Zeit rumkommandieren und er lässt es sich gefallen. Und die andere Rolle ist Oberon, das ist sozusagen der König aller Geister und des Waldes und er möchte, dass die andere Rolle von dir, das ist ja Titania, die haben zusammen ein Kind und er möchte das Kind haben und deswegen haben die einen Streit, wer das Sorgerecht quasi bekommt und er ist quasi auch dafür zuständig, dass alles durcheinander gerät, weil er eine Zauberblume hat, die dann dafür sorgt, dass sich andere alle in die verlieben, die er möchte und dafür hat er seinen kleinen Handlanger. Da steht noch eine merkwürdige Figur. Wer bist du denn in diesem Stück? Also ich spiele in dem Stück die Rolle Puck und ich bin die, die alles total verwirrt. Also ich bin die, die die Verwirrung macht. Also ich bin eine Elfe und und in diesem Stück bin ich halt dafür schuld, dass erst alles überhaupt so kommt, wie es kommt. Und Oberon ist halt mein Boss, aber ich mag ihn halt nicht so gerne. Ich finde ihn einfach nur langweilig und ja. Dann haben wir hier hinten noch den Zettel, auch eine sehr wichtige Figur. Kannst du mir mal erzählen, was so viel Spaß macht? Also man hat euch einfach angemerkt, dass ihr viel Spaß am Spiel hattet. Was macht Spaß an dieser Junior Musical AG, an dieser Theaterarbeit? Dass wir auch alle irgendwie ein bisschen zusammengewachsen sind und dass wir alle gemeinsam über die Sachen lachen, die vielleicht nicht so gelungen sind. Und dass wir uns auch hinter der Bühne, wenn man das als Publikum nicht bemerkt, dass wir auch hinter der Bühne Spaß haben und halt die Texte der anderen kennen, also dass wir uns sehr gut auch miteinander verstehen und ja. Noch ein neues Gesicht, ich habe auch letztes Jahr geguckt. Wie bist du zur AG gekommen? Also ich habe schon früher gespielt, aber nur einmal und das hat mich dann halt interessiert und dann habe ich hier halt auf dem AG-Plan die AG gefunden und dann habe ich gedacht, gucke ich da mal rein und dann, als ich das erste Mal dann hier war, hat sie mir total gut gefallen, weil alle so miteinander waren und keiner hat sie ihm gekloppt oder so und das fand ich ganz nett. So, und jetzt kommen wir zu den drei Jungs. Ja, das ist eigentlich ungewöhnlich. Drei Jungs ist toll. Finde ich sehr ungewöhnlich. Ich habe auch schon viele Theatergruppen gesehen ohne Jungs. Du bist schon länger dabei. Dich habe ich auch schon öfter gesehen. Was macht dir so Spaß? Das Spielen und halt das Miteinander, dass wir alle uns helfen und immer das Beste geben und uns versuchen. Und wir lernen halt auch gemeinsam zusammen und das macht halt Spaß. Und, ja. Wer seid ihr in dem Stück und warum habt ihr alle dasselbe an? Also das ist Demetrius und ich bin Lysander und wir sind so gesehen Todfeinde, weil er ist halt der Junge, der in die Helena verliebt ist. Nee, Helena liebt ihn. Aber er liebt eigentlich Hermia und ich bin in Hermia und Hermia ist in mich. Aber der Vater von Hermia, das ist der gute Mann hier, der will nicht, dass ich mit Hermia zusammen bin, sondern der will, dass Demetrius mit Hermia zusammen sind. Also es ist alles ein bisschen kompliziert. So, und noch ein bekanntes Gesicht. Du bist auch schon das zweite oder dritte Mal dabei. Was macht dir Spaß? Ja, halt, wie Janik schon gesagt hat, dass man hier halt das zusammen macht und dass hier halt auch dass hier halt auch viele nette Leute sind und halt das Spielen. Ja. Habt ihr gemerkt, dass ihr Standing Ovations gekriegt habt? Zwei Abende hintereinander. Also ich kann nur noch mal sagen, es war eine großartige Vorstellung und macht einfach weiter so. Vielen, vielen Dank.